Fabian hat Saft auf der Hose, aber das wird uns nicht davor abhalten. Ohne Kontext ist der komischste Cold Opener, den du je gemacht hast. Du hast Saft auf der Hose. Wir werden heute Resident Evil 2 beenden. Bis zum Endgegner. Mr. X hat keine Schnitte. Nach uns wird er zu Mr. Y-Chromosom. Ich hab aber noch eine gute. Nein, es ist zu spät. Du hattest deine Chance. Die Hose. Mich ganz ehrlich eher eingeschüchtert, wenn da einer ist und mich anschreit. Ich will gut empfangen werden zu dem Let's Play. Und sagen, schön, dass du hier bist. Hier sind ein paar Plätzchen und ein paar Zombies. Auch Plätzchen wären schön. Das wäre ganz nett. Fabian, braucht man mehr Kontext, als dass ich sage, deine Hose ist nass, wenn du dir Saft da drauf gegrübelt hast? Ja, aber das, das war in dem Gespräch vorher, war, das hat das Sinn gemacht, aber nicht als Cold Opener. Hat Sinn ergeben. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben bei der letzten Session ja richtig ordentlich Fortschritt gemacht, würde ich sagen. Es hat sich jedenfalls nach ziemlich viel angefühlt. Wir haben die Polizeistation verlassen, wir haben mit dem Alligator ein bisschen rumgeknubbert und sind gerade angekommen in der Kanalisation. Ja. Ich übernehme das Gamepad erstmal wieder. Den Ada-Part haben wir auch gemacht. Ada-Part haben wir auch noch dann mal hinten dran gelegt. Ich habe ein bisschen das Menü schon mal durchsortiert und die Kiste mir angeguckt. Also wir haben eigentlich ganz gut an Waffen und Munition im Moment. Ich möchte mal was loben. Und zwar hat Ada gelernt, dieses Mal hat sie den Verband nicht auf der Kleidung angebracht. Das finde ich schön. Stimmt. Resident Evil 2 macht sie nicht einfach um die Kleidung. Ne? Ach, machen wir noch ein bisschen mehr Kleidung um die Kleidung. Das wird schon. Das ist schon in Ordnung. Genau, du hattest so ein Dokument gestern geholt. Das ist da an der Wand, hängt das. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Kein Elektriker der Welt benutzt Schachfiguren. Naja, es war ja eine Erklärung dafür, dass sie das reicht bekommen. Nicht. Okay, da ist eins vorgegeben. Das ist schon mal ganz gut. Nightclub. Nicht. Da ist keins, aber. Ist kein Ding, ja. Guck mal, da können wir aber das hier. Das ist gleich das ist mal. Der, das ist der Springer. Ja. Können wir es ein klein bisschen leiser haben, Regie? So einen ganz kleinen Tacken. Das wäre nett. So. Ich benutze den schon mal. Also, bei einigen fehlt der Zettel, haben wir gesehen. Ist Knight ist Springer? Ja. Bin auch verwirrt, aber ja. Ja, Knight ist Springer. Das ist der Bauer oder der Pawn. Pawn. Der steckt schon richtig, oder? Drin. Ja. Ich nehme dir aber einmal raus, weil das. Ich finde das immer. Wenn da nicht der richtige Name dann steht in den Items, die man hat. Der Bauernstecker. Der Bauernstecker. Bitte keine Sprüche jetzt. Und später. Hier haben wir keinen Zettel. Fehlt. Hier haben wir auch keinen Zettel, aber. Drin. Hier haben wir den Läufer. Das ist der Läufer, ne? Mit dem. Wofür steht der Schlitz oben in der Kappe? Was ist das? Ist das ein Priester oder was? Es ist für, ja, so, es gab doch diese Helme, die so eine Feder. Insert Minnesänger hier. So ein, wie so eine Bürste. Was hast du gesagt? Minnesänger. Aber der Minnesänger wäre niemals über dem Bauer. Der wäre da drunter. Der wäre das Brett. Ist eine Bottom, kein Top, ne? Turm und Springer an derselben Mann, Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Also uns fehlen drei. Von denen, die wir suchen müssen. Eine war an der Brücke, die man so hoch und runter lassen konnte. Das konnten wir aber nicht mitnehmen, sonst wären wir nicht über die Brücke gekommen. Was krummelt hier die ganze Zeit? Ich hoffe, dass es Leon ist. Ja, du bist, glaube ich, leicht angeschlagen. Ja. Ich positioniere den erstmal hier. Ich glaube, ich suche erstmal die anderen und dann werde ich mich in Ruhe ums Rätsel kümmern, weil jetzt habe ich ein bisschen. Sonst mein Hirn noch nicht wach genug für heute. Okay, wir haben genug eingesammelt. Ich gucke kurz auf die Karte. Da haben wir die Items, die Steckdose, wie hier genannt wurde. Wir haben das Tape angeguckt, wo wir gesehen haben, wie das Hank-Team zerschlissen wurde. Und die Tür ist wahrscheinlich zu unten links jetzt da neben den Steckern, ne? Genau. Die hier, ich kann es nochmal probieren, aber die sieht ja schon so aus, wie ganzen Kabel in der Wand. Die geht nicht auf. Ich warne dich. Keepen Sie out, bitte. Und du hast die, da, du hast hier die, ist Ada drin, ne? Du hast die Magnum-equipped übrigens noch, ne? Ja. Vorsicht. Die wollen wir sparen. So. Ja, da unten liegt sie irgendwo. Irgendwo da, ne? Und mit einem garantiert nicht desinfizierten Metallstück in ihrem Körper. Das ist, das hält nicht lang, sag ich mal. Ah. Ja, die Brücke. Ich finde es schade, dass sie sich nicht dreht. Warum nicht? Noch das nicht, war doch, ne? Das Unique Feature dieser tollen Brücke. Warum kann die sich nicht mehr drehen? Aber die dreht sich ja jetzt noch nicht. Guck mal, ne? Das ist so ein Gelenk unten. Vielleicht ist das noch. Ach so. Für irgendwas. Guck mal, da ist doch auch was auf der Seite. Die wartet auf Musik. Da hinten lag einer, ne? Ja. Waren wir hier schon? Nee, ne? Nee, hier waren wir noch nicht. Der Aufbereitungsraum. Wobei ich sehe jetzt auch nicht, wie sie sich drehen sollte, ehrlich gesagt. Vielleicht noch ein Stockwerk drüber oder so. Eigentlich. Sie dreht sich und ober ins Stockwerk. Das kann natürlich auch sein. Ah. Safe. Ja, hier ist ein Safe.
Haben aber, glaube ich, keine Kombination mehr, ne? Nee. Wir haben auch immer noch einen Safe im Haus übrig gelassen. Nee, wir haben alle geöffnet. Sicher? Haben wir auch den letzten? Ja. Da war noch einer übrig? Wir haben, glaube ich, beide geöffnet bei der letzten Folge. Ja. So, ne? Irgendwas haben wir doch liegen gelassen. Der steht doch bestimmt gleich wieder auf, liegen lassen. Lohnt sich das denn jetzt, da wegen nur wegen dem Kraut dahin zu laufen? Ist es ein rotes oder ein blaues? Ein rotes, glaube ich. Blaues Kraut. Ja. Rot kann sich schon lohnen. Ja, blau ist es, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Hier, blau, nein, guck mal, so ziemlich. Im Haus haben wir hier, alles. Hier wäre der safe gewesen. Ja. Und der andere war hier irgendwo. Und wir haben da drüben eine Handgranate. Wir haben eine Handgranate liegen lassen, ja. Ein paar Räume sind verschlossen. Also haben wir dann tatsächlich auch alles geholt, oder? Also dann sind wir ja ganz gut. Hier ist, da kommen wir später wahrscheinlich nochmal hin. Ja, und hier ist so eine Herztür eben. Aber wir haben den Schlüssel nicht gefunden. Oder der kommt später. Ich denke, wir kommen später nochmal zurück. Ich lasse den erstmal. Ne? Ja, ich merke mir, hier ist das grau. Warte mal, oder? Komm, vielleicht kannst du das Kraut. Das Kraut, das sich traut. Komm, mach es. Auch so blau, scheiße. Das Ausatmen war gerade sehr schön getimed. Geht das noch? Ja, bevor ich zur Tür gehe, da hinten ging es noch ein bisschen weiter. Mal hier schauen, da ist noch was. Soll ich die schon kombinieren? Ach, ich pack die gleich mal in die Kiste. Ach, mit blau kombinieren. Wisst ihr, was das ist? Das ist der mit den, ja. Für die ganzen Tore. Das ganze Teestück, da ist es, ne? Das ist schön. Das ist sehr schön. Warten ganz viele. Das ist ein T-Ventilgriff, Mann. Ein T-förmiger Ventilgriff, das weiß man doch. Ein Sniffelstück. Ah, das wäre der Eingang. Das Ding, was A da. Sie hat einen Armband, ne? Genau. Ja. Ja, dann haben wir ja doppelt Grund, die zu holen. Lieferschein. Folgender Artikel wurde an den in ihrer Bestellung ein hitzebeständiger Tresor. Die Kombination ist mit Kreide an der Seite des Tresors vermerkt. Bitte vor der Benutzung entfernen. Ja, das heißt, wir müssen nochmal hoch, ne? Ja, wollen wir wirklich. Meinst du, dass es noch da dran ist? Weiß ich nicht. Naja, warum soll es sonst. Oder jemand hat ein Foto davon gemacht und wir müssen den Film entwickeln und da ist der Code irgendwie drauf. Aber dann müssten wir extra dafür nochmal ins Haus zurück. Ich glaube, die haben es wirklich dran gelassen. Meinst du? Passt zu gut. Das wäre, ja, die von Umbrella sind alle nicht so hell. Und die von Raccoon City offensichtlich auch nicht. Linke, rechte? Ja. Okay, zwei links, zwei rechts. 12. Rechts. Ja, 2, 12, 8. 2, 12, 8. Links beginnend. Ups. 2. Nee, ich glaube, das war jetzt falsch, oder? Okay, mach du mal. Oh, jetzt war es falsch. 2, 12, 8. Ja. 2. 12. Ob wir jetzt andersrum anfangen müssen. Ich glaube, es stimmt. Aber wenn dann nach links und du nach rechts drehst? Ja, du. Es soll sich ja, das Rad soll sich ja nach. Ey, jedes Mal, wenn ich das sehe, verwirrt mich das. Die sollen einfach einen Schieberegler nur machen. Boah, ist die jetzt noch größer geworden? Ich hab ihn geschafft. Nee, die ist. Was hat die denn jetzt Spezielles? Ja, sie hat ein paar Schuss drin. Oh, guck mal, da erhöht die Magazinkapazität auf 8 und steigert die Rückschläge, erleichtert schnelleres Schießen. Okay. Das ist doch auch nice. Ist doch schon komisch, jetzt zwei Schrotflinten. Ach nee, das war nur Liebe. Nee, das ist nur eine. Das war ein Upgrade. Ich dachte gerade, ich hab nicht aufgepasst. Das wäre einfach der bessere Schrot drin. Oder? Schau mal ruhig ab und zu, ob hier nicht diese Figuren vielleicht noch rumstehen. Naja, das ist so ein. Unter Prime, der Kiste zum Beispiel. Prime Platz hier. Kann ich einmal draufschießen? Nein. Ich würde sie da verstecken als Entwickler. Aber N3. Aha. Das ist bestimmt ganz wichtig. Okay, es geht hier runter. Okay. Oh ja. Du musst nicht mehrfach schießen. Ja, das passiert automatisch mit diesem Schnellschuss leider. Ich wollte nur sagen, du kannst es quasi, wenn du ganz leicht drückst. Oh, das wäre so schön für eine Granate jetzt gerade. Oh, kann ich ja. Ja, mach doch mal, das ist toll. Oh. Das ist jetzt ziemlich sehen jetzt. Nicht zu weit. Aber jetzt hast du schon so viel Munition vorher reingeballert. Habe ja. Die Wirkung ist doch was. Ja, komm, darf, wo das herkommt, gibt's noch mehr. Bestimmt. Der eine lebt auch noch. Die auch aussehen. Okay. Ist Sackgasse, oder? Oh. Da ist so ein Lift in der Mitte, oder was ist das?
Einmal kannst du locker noch gebissen werden. Mhm. Nee. Safety. Jetzt ist er. Ja. Oh, beide ab. Da verstehe ich, dass das Messer aber abgenutzt wird, wenn es einfach so ein Körperteil abschneiden kann. War aber schön kräftig, das Messer, ne? Ist wahrscheinlich jetzt halb weg. Nee, guck mal. Nicht allzu viel. Gar nichts gemacht. Ja, und der ist so tot, ne? Ich glaube eher, dass die Abnutzung ist, wenn du das als Verteidigungswaffe benutzt, ja. Wo bin ich hier denn überhaupt? Ah, guck mal, hier waren wir doch von der Seite, ne? Stimmt, da ist wahrscheinlich, kannst du das Tor hochmachen, was da im Weg ist. Ja, dann. Für jetzt, wo ich das Sniffelstück habe, hier. Ach nee, das ist einfach ein Schalter. Oh, aber es geht schon. Aber jetzt kannst du in den Gang zurück, dahin da vorne. Und das hier aber hier geht's auch lang. Hm? Ich guck erstmal. Oh, jetzt kommt bestimmt wieder so ein Riesenmonster hier. Ja, oder so eine Menge an Zombies. Die würde hier gut aus dem Wasser. Ah, da liegt's. Und Grenade. Ach, okay, also. Hier oben sind wir gewesen und hier wäre der Arbeitsraum Aufzug. T-Stange, Vertiefungssticker, da ist eigentlich logisch. Ne? Das machen wir mal nachher. Hier ist ein unterster Kanal und ein Vorratsraum. Das sieht irgendwie aus. Lass auch dahin gehen. Ja, komm. Also sieht aus, als ob hier was sind. Fettes kommt. Da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Ich will nicht Frage ist, müssen wir die echt bekämpfen, anfangen, weil das so viel Munition verbraucht hat? Naja, theoretisch, wenn er einen fängt, müsste man nicht die Gelegenheit haben, eine Granate reinzustecken, dran vorbei dann? Ja. Ey, komm, wir haben vorhin gespeichert. Du, ich bin... Ich hoffe cool mal mit. Jetzt. Ah! Okay. Oh Gott, das ist wirklich groß! Was? Oh, lauf, mein Freund, lauf! Ich glaube, du hast keine Energie verloren, oder? Ja. Ich glaube... Oh, schnell, das... Ja, Mann! Hoffentlich dauert das jetzt nicht so lang. Ja, wir müssen... Ah, geht automatisch. Okay. Nicht, dass du selber noch den Controller drehen musst. Was ich auch loben kann an dem Spiel, keine Quicktime-Events, ne? Stimmt. Ey, kann man ruhig mal loben, ja. Ah, was machst du? Ah! Was machst du? Falsche Richtung! Okay. Huh. Kommt er hoch? Hier liegt irgendwas, ne? Da kommt der, kann keine Treppen. Er hat keine Beine. Meinst du? Beine. Er hat keine Treppensteigfähigkeit. Oh, das ist... Alter, diese Soundeffekte. Cool! Natürlich geil, wenn wir da nicht mehr hin müssten. Ja, das wäre natürlich sehr cool. Du musst da aber wahrscheinlich durch, um zu dem Speicherraum dahinter zu gelangen noch. Das ist eine gute Taktik, Gregor, die funktioniert. Ich war nie so aufgefallen mit den Armen und den Beinen. War es das? Ja, jetzt ist er weg. Und wenn, kommt er nicht hinterher. Das ist fast schon, das ist so fast der Dead Space-Style, ne? Wo du immer diesen mega saftigen Tritt hattest, wo alles splattert und platzt. Messer ist super. Keine Leiche wurde uns das Blätter zurückgelassen. Aha. Hiding Place. Doch ein Film. Untersuchung. Film Versteck. Darauf steht Versteck. Okay. Okay. Oh, schön. Oh, noch eine. Hab ich gar nicht gedacht, dass wir noch mehr kriegen können. Ja, da haben wir noch mindestens. Ja, guck mal, dann ist auch das Menü voll. Also einer fehlt uns noch, aber dann haben wir hoffentlich auch keine verpasst. Man kann auch schön alle Figürchen mitnehmen, die findest du jetzt. Okay, hier ist nichts mehr. Aber jetzt kommen wir woraus, wo wir vorher schon mal waren, ne? Und gleich mal diese Loks sind ja meistens Abkürzungen, oder? Das Elektronik. Jetzt bist du auf der anderen Seite und kannst das mitnehmen und kannst über den Aufzug wieder zurückfahren. Ja. Wir hatten diese verschlossene Tür, aber wir haben keinen Schlüssel gefunden seitdem. Ja. Ne? Wenn ich das mitnehme, dann muss ich nicht mehr hier drum herum laufen. Dann müssen wir aber doch noch einmal zurück. Du musst den Aufzug dann benutzen. Okay. Oh. Da geht sie weg, die Brücke. Oh ja. Ja, kommt lieber nächstes Jahr. Bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir hier sind. Da müssen wir noch die Tür aufmachen. Okay, kommst du jetzt nochmal dran vorbei? Also, hierher sind wir ja gekommen. Also, hier oben haben wir das auch schon gemacht, würde ich sagen. Da waren wir schon. Aber hier. Du bist jetzt zurück und kannst versuchen, da in diesen untersten Kanal zu gehen. Okay, ich versuch's mal. Ich hoffe, dass der Fuzzi, wenn der kurz weg ist. Hoffen wir aufs Beste. Kommt er wieder hier raus? Natürlich kommt er wieder hier raus. Da vorne liegt er doch. Da liegt er, ja. Nee, da hinten.
Ach, da liegt eine Leiche. Okay. Was soll das denn sein, ey? Ja, schön. Das hast du gut gemacht. Von was war der nur abgelenkt? Du bist aber falsch gelaufen. Ich bin falsch gelaufen, ne? Aber ist egal, hier kommen wir doch wieder oben raus, oder nicht? Dann machen wir doch einmal drumherum, da kann ich auch mal saven. Ist gut, ja, stimmt, ja. Und ich kann dieses Piece auch schon mal... Guck mal, da unten waren wir eben, oder? Da, ja, genau, da sind wir am Anfang vorbeigelaufen und nach, da sind wir runtergesprungen und sind unten bei der Seilbahn gelandet. Mhm. Die Leiche, die wir gesehen haben, war die, die ihr übrig gelassen habt, nachdem ihr die gekillt habt. Ja. Hier war nochmal der, ne? Aber das hatten wir noch nicht. Nee. Wahrscheinlich, wenn wir den Film entwickeln. Ja, ja, das kann's sein. So, und dann ist das der Safe-Room, ja. Ich frage mich echt, ob man zum Film entwickeln wirklich nochmal zurück ins Haus muss? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, oder eigentlich irgendwo ein Futterlabor in einem der nächsten Areale wäre irgendwie sinnvoller. Der Turmstecker. Ich pack den einfach erstmal irgendwo hier hin. Okay, drei Stück brauchen wir noch. Zwei Stück brauchen wir noch. Echt? Drei waren vorhanden, einen haben wir gekriegt, zwei sind über. Den können wir erstmal ablegen. Und ein Herz kann auch erstmal weg. Brauchst du so viel Waffen und Munition? Drei, vier unterschiedliche? Ja, komm, wir haben den Platz ja, ne? Na gut. Ich bin da okay mit. So, also hier durch und hier runter. Ne? Was wieder? Was ist denn das hier? T-Stange vertiefen? Noch aber eine. Na gut, ich gehe jetzt erstmal den Weg, den wir vorhin besprochen haben. Ups, nicht so rum. Aber du willst jetzt schon zu diesem untersten Kanal und zu diesem Vorratsraum dahin. Ja, genau. Also das war da ja nicht nur einen Weg hin? Es war ja links und rechts und wir sind ja hier rüber gekommen. Ah, ja, genau. Ja, du hast recht, klar. Hier habe ich ja die ganze mit hier mit der Granate. Jetzt nach links dann weiter. Die sind. Ja, die sind tot, vergiss sie. Das ist noch ein bisschen nachzuckeln, ne? Ja. Hier haben wir unseren Freund geschlattert. Hier runter waren wir noch nicht. Guck mal, da ist auch ein Snuffle-Stick hier. Schau dir das an. Boah, was, da liegt sie auch. Alter, was nee, hier? Nee, das ist nicht so, Ada. Hier, da sind Tische. Jetzt ist er bestimmt nicht mehr zu gebrauchen. Nee, ich glaube, es gab noch einen dritten. Haben wir eben auf der Karte schon gesehen, oder? Wir werden es ja gleich sehen, ob das Häkchen dran ist oder nicht. Nee, ist noch nicht. Boah. What the fuck? Du musst ganz nach da hinten, ne? Da ist ein Durchgang da hinten. Boah, das sieht nicht angenehm aus. Nur Gegröße, was da rumliegt. Komplett verstopft auch. Schlüssel. Geil. Also der da, wo wir den Raum, waren, wo du eben meintest, wo wir keinen Schlüssel haben. Ja. Na, ist also gut, dass wir den schon mal haben, dann können wir nachher. Aber wir machen das hier erstmal fertig, ja, ne? Oh. Da sind auch zwei. Gibt's auch da die Figürchen? Ja, denke ich auch. Okay, hier geht's nochmal rauf. Wir haben uns ja schon hier ganz gut gesehen. Hier geht's so runter. Also wir müssen runter, um ja, musst in diesem Fall noch nach da hinten. Kanalisationsding da. Da liegt ja auch eine grüne Pflanze. Ja. Ich guck einmal kurz hier. Will mal sehen, wo das hinführt. Vielleicht ist auch wieder eine Tür, die aufgeschlossen wird, ne? Na. Das sieht kaputt aus. Das ist kaputt gebissen. Komm ich nicht durch. Aber was ist denn auf der anderen Seite? Da ist eine. Ah, da ist. Du musst es von der anderen Seite aufmachen. Von der anderen Seite. Das ist ne? die Verbindung, die uns noch fehlte jetzt. Hier, Wasser. Okay, na gut. Machen wir das andersrum. Ich gehe da erstmal runter, ne? Hm. Da habe ich jetzt die normale Waffe. Wie war das nochmal? Ihr habt einige mit der Magnum da geschossen, ne? Wenn wieder welche von den Putzis da sind. Also richtig viel Munition verbraucht. Ich werde mal wieder meine Schrei- und Lauftaktik probieren. Ja, warum nicht? Die hat gut funktioniert. Das ist Kraut rechts, oder? Oder ist das nur Deko? Ne? Ich nehm's mal. Oh Gott. Aus dem Typ raus. Wo ist das? Oh my God. This is getting worse. Das ist das, wo Ada den verbrannt hat. Der hatte doch in der Brust was, ne? Das sind wahrscheinlich die Symbionten oder so, was auch immer das ist. Du meinst hier, Annette hat den verbrannt. Annette hat den verbrannt, genau. Wo
wir bei Ada waren. Ich sehe irgendwo. Guck mal, die haben auch alle hier so vor. Ja, die haben alle so ein Alien-Ding. Aber, na gut, okay, ist halt einfach ein neuer Zombie-Typus. Renn einfach jetzt nach da hinten durch. Okay, ich laufe jetzt nach hinten durch. Ich möchte halt nur eigentlich nicht, dass das was mit Resident Evil 4 zu tun hat. Ich möchte, dass diese beiden Universen irgendwie getrennt sind. Wahrscheinlich nicht. Okay, oh Gott. Da ist einer. Oh, shit. Oh, oh. Das ist ja wie die Pflanze 42 vorne. Das. Alter, ist das Auge. Schieß ins Auge. Ich glaube, das schaffst du nicht. Das schaff ich ins Auge. Jetzt musst du aber echt machen. Jetzt ist oder so. Ist er tot? Ist er tot? Nee, Auge ist noch da. Oh Gott, der ist wahrscheinlich nicht tot. Oh, da ist ja noch einer! Hau ab! Du musst da rechts rum. Rechts rum, okay. Ja. Voll die Biomasse, einfach nur riesige Klumpen. Oh, drei. Oh, da kommt noch einer. Oh, oh, ekelhaft, fuck. Hau einfach nur ab. Oh, wo kommt das denn alles her? Alter. Ah! Boah, ich weiß nicht mal, ob wir genug Muni hätten, um alle drei zu besiegen jetzt. Gut, dass du dich mit dem einen nicht aufgehalten hast, ey. Ja, scheiße, ich hab mein Messer verloren, aber und ich hab noch eine Granate, ne? Ja, das war ein guter Tausch. Nimm doch das grüne Kraut mal. Also, sonst wirst du ganz kirre, oder? Ja, mach das mal. Ah, okay, komm. Alter, Fabian. Da ist so die Anspannung erstmal weg, ne? Alter, was? Wo? Warum? Kommen die durch Türen? Ey! Das hört sich nicht nett an, was da passiert. Da liegt was in der Ecke, ne? Hier? Ich dachte, hinten am Boden. Hinter den Kisten? Nee, sah nur so aus. Ach, ah! Doch, da! Sieht aus wie Crash Bandicoot, ey. Cool. Die vierte. So ein Nasenbeutler. Okay, also es ist ein Vorabraum. Vorrat. Vorratsraum. So kleine Buchstaben. Ein Blaukraut. Ja, aber ist auch so ein Ding gewesen, ne? So ein Figurenkasten. Oh, müssen wir jetzt die Scheiße, jetzt müssen wir die Plugs auch noch hin und her schleppen. Das ist ja nervig. Oh, das war da gleich eine Abkürzung. Du hast jetzt auch keinen mitgenommen. Ah, nee, der ist er ja. Der ist der King Plug, Queen Plug steht da. Aber dann ist sicher der andere auch noch hier. Hatten wir bisher auch noch nicht. Nee, guck mal an, dann geht es zu. Die Tür zugegangen. Untersuchen. Der Damestecker. Mhm, das ist wichtig. Da liegt noch ein Kraut, oder? Das ist ein Blaukraut, ja. Ach, diese blauen, die gehen mir auf den Lass Back. Die Kräuter vielleicht erstmal liegen, bevor du hier nicht alles Wichtige eingesammelt hast. Ich kann es ja einmal kombinieren, ja, kombinieren mit dem roten jetzt. Stimmt. Wenn das blaue Kraut wenigstens sonst noch irgendwelche Features hätte. Stell dir mal vor, wie geil das wäre, du hättest das grüne eben aufgehoben, dann hättest du es auch noch kombinieren können jetzt. Okay, also hier ist... Das ist eine andere Tür jetzt, auch ne? Queen, aber da passt die Queen rein. Queen haben wir hier. Hier ist von der anderen Seite das eine. Das war aber King. Das war King Plug. Das ist King. Ja. Okay. Ich nehme an, da findest du jetzt King und dann musst du wieder zurück. Und irgendwie sowas und hin und her. Ja, hin und dann her, musst du das... Musst die Türen irgendwie so machen, dass du mit beiden Dingern da rauslaufen kannst. Oh! Was ist das denn? Was, Flammenwerfer? So aus, ne? Geil. Ist einer, ne? Da, ich sehe so ein Monster draußen. Wahrscheinlich. Na, deshalb so viele. Ja. Das braucht den King Plug. Ja, den brauchst du erstmal. Ja, ich glaube, hier geht's nur rauf im Moment. Na, ja, ich glaube, du kannst vielleicht von oben runterfallen lassen oder so. Ach, irgend sowas, ne? Ja. Siehst du, da kannst du dich runterfallen lassen. Okay, oh, ja. Aber. Da ist der. Ja, und jetzt genau. Da ist der King Plug. Perfekt. Jetzt haben wir alle, ne? Wenn wir rauskommen. Sollen wir die Waffe noch mitnehmen hinten? Ja, also ich guck mal, ob das geht. Oder ob man vielleicht... Nee, ich habe jetzt keine anderen Stecker für... Mit anderen. Also ohne Waffe. Wir waren ja auch nur King und Dings. Oder passen wir die haben alle doch alle. Rein. Alles gut. Ach so. Ja, wir brauchen zwei, wir haben zwei. Okay, super. Also, wo kommt der denn her? Shit. And stay down. Ist er schon fertig? Ja, es scheint mir. Die Schuhe sind noch gut. Fertig zu sein. Das war King, oder? Wow. Yes! Oh, schön. Gehen wir schön dran vorbei. Hier kannst du eine Abkürzung dazu machen. Ja, sonst, damit man den auch.
chemischer Flammenwerfer. Halten Sie ja 2 gedrückt, um den Flammenwerfer abzufeuern. Und er nimmt natürlich auch gleich 2 Slots. Wollen wir das hier nicht aufheben? Wollen wir dir jetzt bei den Klumpen verbrennen? Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt an den 3 noch mal so richtig gut vorbeikommen werden. Ja, Gregor, 1 ja gelöst. Bisher. Ich glaube, du musst genau hier durch. Du brauchst den Plug ja auch noch, um ihn da reinzustecken. Ja, okay. Also wir haben den Flammenwerfer ja und wir müssen mit beiden Plugs wieder raus. Ne? Ja, wenn du den jetzt nimmst, kommst du da schon mal nicht mehr raus. Ja, aber jetzt einfach wieder hoch, oder? Runterspringen und dann... Ich habe den Queen Plug auch noch nicht. Ah. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den hingepackt habe. Ich glaube, da vorne. Oder? Ah. Ja. Ist der liegende? Ist noch einer? Das ist der von eben. Sag mal, das ist so krass, was die aushalten, oder? Das stimmt. Bleiben liegen, stehen wieder auf. Mein armes Messer. Okay, also Moment. Wir hatten... Also jetzt kannst du eigentlich gar nichts machen. Nee, warte mal. Hier, ne? Siehst du den von der Seite? Das ist ja ausnahmsweise einer, der auf der falschen Seite ist. Stimmt. Ne? Du müsstest dir da einen Weg erstmal schaffen, weil den kannst du auf jeden Fall wieder mitnehmen, wenn du gehst, weil er auf der Ausgangsseite liegt. Ich habe eine Idee, Queen, ne? Ja. Genau. Ja, naja, jetzt genau. Jetzt. Machst beide auf, gehst zurück, holst den einen. Richtig. Genau. Es sind schon immer dieselben Variationen, derselben Rätsel, aber irgendwie... ich finde aber ganz schön in 3D jetzt. Sie fressen einfach nur ein bisschen Zeit und sie stören jetzt niemanden, das ist schon okay, aber... Ich fühle mich da immer so ein bisschen unterfordert auch. Mal sehen, ist denn hier, habe ich was übersehen? Ah ne, jetzt ist er blau. Dann haben wir so, das andere sind nur die Steckdecker. Ja, cool, dann haben wir den Raum auch. Und wir haben alle Plugs, ne? Und du müsstest jetzt halt noch durch den Raum wieder durchkommen. Ja. Okay. Guck mal, jetzt zeigt das auch an. Ich glaube, du kannst es zumindest mal versuchen ohne. Du kannst den Flammenwerfer ja gerne für Short Reactions irgendwie. Ja, irgendwie. Aber ich würde mir den auch nehmen. Das ist eine Endgegnerwaffe. Kannst du nicht bei diesen Bestien verbrauchen. Bei einem könnten wir theoretisch vorbei. Ich habe hier noch eine Granate. Und die Granate hat ihn zumindest ganz gut aufgehalten, ne? Wenn man sie ins Maul steckt. Geholfen, ja. Und vielleicht ist der erste wieder in das Rohr zurückgekrabbelt. Okay. Das. An 2 rennst du vorbei, in den 3. rennst du rein. Das ist meine Vorhersage. Gut, Gregor. Das war's dann für den Flammenwerfer. Ja. Oh, das hat super. Gut geholfen. Nur ein Viertel Muni verbraucht, das geht doch. Ich weiß nicht, ob du das ironisch gerade meinst. Nee, den Flammenwerfer kann man doch auch irgendwie auffüllen, oder? Bestimmt. Nee. Nein. Das ist eine von den 100% Waffen. Das ist eine One-Use-Waffe? Ja. Also ich weiß es nicht, aber da gehe ich stark von aus. Vielleicht irre ich mich. Ist da nicht auch immer irgendwie was für einen alten Teil? Oh, das war aber... Aber ich habe noch eine Grenade. Ah, in das madenverseuchte Drecksmaul reingeritten. Ah. Das ist nicht eklig. Oh Gott. Okay, du hast es geschafft. Hammer. Richtig gut, Gregor. Props. Wir alle haben nicht damit gerechnet. Danke für das Vertrauen. Wir haben, Gregor. Der Chat hat vielleicht nicht, aber wir wussten es immer. Okay, lass mich jetzt einmal kurz nachdenken. Hier oben war es zu. Das heißt, wir müssen den Weg erstmal hier wieder hoch und auf diese Treppe rauf, damit wir die Plugs haben. Aber ich würde gerne das mit dem Schlüssel auch noch mal machen, den wir gekriegt haben. Ja, und? Aber ich glaube fast schon, wenn wir jetzt das Rätsel mit den Steckern lösen, dass es da erstmal nochmal wieder weitergeht. Ich glaube auch. Also es ist ja wahrscheinlich das Ende des Abschnitts hier. Aber meinst du, es lohnt sich jetzt nochmal zu dem Raum zu gehen? Wir machen das einfach. Oh, steht da einer? Nein. Wir machen das einfach mal. Okay. Mag diesen Tatendrang, Gregor. Ja, let's do this. Das ist der Action-Gregor, den ich so selten sehe. Action-Gregson, ne? Alter, das sind alles so versteckte Disks. Nein, hier jetzt, Mann, einfach nur, manchmal weiß ich nicht, wie der Satz enden soll, dann sagst du halt irgendwas. Ja. Wie lange kennen wir uns jetzt schon, Gregor? Ah ja, nicht lang genug. Moment. Ist aber schön. Also. Aber du könntest die Figürchen natürlich jetzt schon mal einsetzen. Das kann ich natürlich schon, aber warte mal, ich brauche natürlich Platz, ne? Also, was können wir denn? Ich bin eigentlich gar nicht so in den einen. Du auch kein, mit 4 Waffen, ne, rennt ihr rum. Ist doch okay. Ich sag's dir nur, ihr müsst auch irgendwann, müsst ihr auch mal Sachen wieder einstecken können. Ihr macht mich beide wahnsinnig. Warum bist du denn so dafür? Ja, weil wir vergrößern auch immer das Inventar immer weiter. Guck mal, wie viel Platz wir hier haben. Das ist so ein gutes Argument für Konsum, ne? Dann kaufen wir uns halt ein größeres Haus, können wir es mit noch mehr Schrott füllen. Ja. Wir brauchen doch gar kein drittes Auto, Schatz. Ich bin mir doch. Ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm
liegen sich gegenüber. Also macht er erstmal Dame und Turm. Also Turm und Läufer und Dame was nicht. Was ist denn, welche waren denn vorgegeben? Also hier haben wir den Knight, den Springer. Ja. Hier haben wir nicht. Wissen wir nicht. Der wissen wir den, auch den nicht. Den nehme ich auch mal raus. Was war mit Turm und Springer? Liegen sich gegenüber? Und der hier war auch nicht. Und hier war ich versuche auch gerade den Satz mit meinem. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also die Turm Damen. Und Springer. Scheiße! Ich bin mir sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm. Soll sich jeder eins merken? Ich merke mir Dame und Turm liegen. Ja, lass mir, ich will das lieber alles im Kopf haben, sonst komme ich durcheinander, glaube ich. Schaffst du das? Jetzt habe ich vergessen, was ich mit dir geredet habe. Entschuldigung, ich bin ruhig. Also, Turm und Springer an derselben Wand. Ich mache einfach mal, ja? Da ist der Springer. Mach es. Ich schmeiß jetzt hier mal den Turm ein. Ja. So. Was Turm und Dame sind gegenüber, also auf der Mitte rechts. Auf der rechten Seite Mitte müsste dann. Ja. Turm und Dame sind gegenüber. Dame aber. Nee, eigentlich das nicht. Geht nicht. Ach, weil Dame und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Also muss Turm und Springer an derselben Wand, aber ein ganz dann außen. Ganz links, ja. Das ist gut. Das ist gut, Gregor. Okay, Läufer, Dame und Turm liegen sich gegenüber. Dann müsste. Dame muss da rein. Aber der, nee, das geht nicht. Moment, was denn? Hier ist. Turm und Springer an derselben Wand. Da muss doch Dame in die Mitte, aber das. Nee, aber dann hast du wieder Springer das. Der Knight oder was? Auf Deutsch. Ich bin irritiert deswegen. Gucken wir nochmal. Aber, okay. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Ja, gut, ah, aber kann, nee, der Läufer Seite ist auf packen. Der Seite. Ja, dann ist alles der gut. Der Läufer ist auf der Seite. Das ist jetzt was, der. Und. Das Bauer oder nee? Läufer war das gerade. Ja, wir werden gleich sehen, ob das irgendwie Sinn ergeben hat. Ja, mal, schon gelöst. Ich brauch mal gar nicht viel nachdenken. Okay, almost there, Ada. Also, erst gucke ich mir die anderen Schlüssel an. Jetzt ist ja in irgendeiner Schmutzinfektion längst verendet, ja, weil sie in der Müllhand liegt. In einem dreckigen Stahlbarren. Mit einer Zombie-Verseuchung drumherum, da kann ja nichts reingehen. Okay, stimmt. Solange man den Pfeiler nicht rauszieht. Findet es eigentlich irgendjemand außer mir auch scheiße, dass er am Anfang gebissen wird? Geht die Tür wieder zu? Wie am Anfang gebissen? Er wird am Anfang einmal gebissen. Und das finde ich richtig kacke. An der Tankstelle meinst du? Wird er offiziell gebissen? Er wird einmal offiziell gebissen. Ich könnte jetzt nicht sagen, an der Tankstelle oder später. Ich glaube später. Geht die Tür wieder zu. In der ersten richtigen Cutscene, wo eben ein Zombie mit ihm kämpft. Und ich finde es doof, weil ich denke mir, ja, das stimmt. Das hätte man sich spannend, weil die ganze Zeit denke ich, warum ist er denn jetzt als einziger so immun? Aber die Dinger haben geil auch ein Hähnchen. Geil wäre es, wenn man vielleicht noch darauf zurückkommen würde und man jetzt ihn noch retten muss am Ende. Irgendwann zeigt der Virus vielleicht erste Anzeichen so, und dann muss Ada helfen. Teil 4-Style oder so. Der wird ja einmal Teil 4 zumindest. Der bekommt ja gespritzt, ne? Gregor? Ja? Wieso hast du die Figuren jetzt wieder eingesteckt? Also, ich habe im Kopf ja noch, wir müssen, wenn wir hier rausgehen, die Treppe hier runter, dann sind wir hier unten wieder, ne? Mhm. Ich bin das letzte Mal in diesen Arbeitsraumaufzug gegangen. Ja. Ne? Wenn wir den dann wieder hochfahren, wir waren ja irgendwo. Du meinst, du willst diese Brücke noch benutzen? Diese Brücke, genau, aber ich weiß nicht mehr, welcher es war. War es der Turm oder welcher von denen war es, der da hinten war? Ich weiß gerade gar nicht, ob sich das lohnt, jetzt nochmal loszugehen, aber. Komm, ich mach das. Ich weiß, dass es nicht König ist. Und die Dame war es nicht. Dame und Läufer stand da und Bauer stand da. Die anderen nehme ich mal mit. Ja. Und ich guck einfach mal. Ich habe gesaved, wenn was ist, können wir wieder laden, wenn das zu scheiße war oder ich zu viel verbrauche. Ach, du brauchst dich doch nicht rechtfertigen, Mann. Doch, ist schon. Falsche Richtung. Das kriege, um zu enttäuschen, muss man Erwartungen geweckt haben vorher. Ja, genau. Man muss irgendeine Grunderwartung haben, sonst kann man eigentlich immer nur gewinnen, wenn die Leute gar nichts erwarten. So. Ich sag's euch, wenn ich am Ende die Waffe kriege und sie ist bei null, dann werde ich euch dafür zurechtfertigen. Wir lassen einen drin. Eh super lame. Niemand benutzt so einen Flammenwerfer. Ein Feuerzeugspratzer. Okay, du weißt, also, dass hier so ein Monster war, ne? Ja, ich weiß, aber ich muss wieder hier hin. Vielleicht kommt er nochmal. Vielleicht kommt's auch nicht mehr. Kommt auf jeden Fall. Oder auch nicht? Das sind seine Buddies. Okay. Kann man wirklich eine Menge Munition sparen, wenn man einfach erstmal versucht vorbeizukommen. Okay, da ist unser guter Freund. Hier war die Steckdose, ne? Ich will in diese beiden Räume hier. Cool. Was? Egal, komm, scheiß auf den. Dass der immer noch lebt.
Ah, und da kommen gleich noch mehr Freunde. Alles gut, nur Ruhe. Oder? Oh oh. Ja, den kannst du stehen lassen. Okay. Einen Turm mache ich mal. Vielleicht passen da auch einfach alle rein. Ach, egal. Ja, ich glaube auch. Das ist wahrscheinlich egal. Der Schlüssel? Ja. Jawohl. Eine Sekunde dachte ich, du bist auch wegwerfen gegangen. Ja, aber dachte ich auch gerade. Okay. Pulver. Schön. Ach, schön. Nichts? Was? Nichts? Muni. Verklag ich Capcom. S, ah, ich weiß, was das ist. Z, S, Z, F. Es ist für das drei Buchstaben. Schloss, was noch in dem einen Raum war. Oh, hier Messer. Ja. Haben wir uns das gemerkt gerade? Ja. Wir haben den Zettel. Nein, wir haben den Zettel, ja. Da ist ein Aufzug dahinter. Ich will aber erstmal hier kurz mal gucken, bevor wir hinaufgehen. Seltsamer, warum ist da ein Aufzug? Wo fährt er überhaupt hin? Werden wir gleich sehen. Party time. Okay, hier ist bestimmt noch irgendeiner, der mich beißen will. Ja. Die Trefferquote. Gut genug. Und durch. Und Schlüssel weg. Ja. Schön. Pulver. Kannst du nochmal speichern? Nochmal speichern. Das ist toll. Ist es das? Ja. Okay, ich weiß nicht, was hier rumliegt. Wir kommen ja gleich nochmal zurück. Wir müssen nochmal laufen hier vorbei, oder? Ja. Was liegt denn hier rum? Das ist rot noch, ne? Ja, wahrscheinlich, weil der Plug da noch drin steckt. Ach, was meinst du? Tschüss! Tschüss, mein Freund. Oh, wenn der Ohm zerquetscht wird. Ja. Ah, okay, der Plug war es. Alles okay. Ja, gucken wir mal, wo die Treppe hinfährt. Das schreit doch Geheimgang irgendwie. Muni? Boah, wir haben so viel Muni, es ist Bonus, richtig schön. Bonusgegner oder so. Ah, oh, okay. Also das heißt, da waren wir auch schon mal. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wo sind wir denn? Du hast gerade mal hier das eine ist Wand. Der Raum, wo dieser Glaskasten steht, wo das Police-Badge reingehört. Echt? Das sah zumindest so aus da. Ja, guck da. Alter, du bist ein fucking Genie. Wir sind beim fucking Polizeirevier gelandet. Ja, fucking Genie. Wir sind unter diesem Geheimnis. Können wir mal darüber reden? Können wir mal ein Ratespiel machen? Fabian erkennt Wände. Ja, wirklich, du kommst da rein, du siehst eine doch, graue Wand und Balken. Offensichtlich jetzt so der. Offensichtlich, mit den Fässern da in der Ecke und muss sowas. An dir liegen. Wenn ich mich recht erinnere, war dann hier oben noch der. Das Sniffelstück. Oh ja. Aber das hast du nicht dabei, ne? Doch. Doch. Gregor, ey, du bist so vorbereitet. Ich hätte alles liegen gelassen. Aber mich hat zehnmal geärgert. Aber wir haben auch eine Kiste da oben. Also selbst wenn ich liegen gelassen hätte, das glaube ich. Ey, ich mag das, wie ihr, oder wie du gerade hier so, das geht so smooth durch, du vergisst nichts, da wird alles eingesammelt. Kannst du auch das Badge oben mitnehmen, ne? Ja, genau. Das Badge habe ich zwar nicht mit, aber das kann ich mir hier gleich einsacken. Also jetzt was passiert? Wir ins Haus zurückgehen. Das, heißt, das haben die schön gemacht, finde ich. Dass man so, ohne dass man es merkt, wieder zurückkommt. Marvin ist noch da. Nee, Marvin ist tot. Marvin ist. Ja, ach, wir haben ihn ja, stimmt, wir haben ihn ja. Marvin, Ausrufezeichen Marvin tot. Ich dachte, Alter. Wir haben ihn zombie-mäßig zurückgelassen. Wieso gehst du denn jetzt zurück, Gregor? Oh, wie er aussieht. Aber ich wollte nur gucken, ob es geht tatsächlich. Nö, anscheinend, man kann wirklich richtig wieder zurück. Naja, weil du noch einen Film hättest, theoretisch, aber. Ja, wollen wir den noch schnell entwickeln? Oh. Na, also, was denn jetzt? Nicht, das Haus ist voller neuer Gegner jetzt? Also, wir haben den Film, nur zwei Sachen. Wir haben den Film noch nicht entwickelt und wir haben auch noch nicht. Die Granate geholt. Vielleicht läuft Nemesis hier auch noch. Nee, da war eben in dem Gebiet war eben auch noch was, was wir nicht gemacht haben. Eine Sache noch. Das Schloss, das eine ist das Drehschloss. Drehschloss, genau. Welches Drehschloss denn? Ja, wo wir das Bild gesehen haben. Ja. Achso, da waren wir. Spezialwaffenkasten, da gehen wir gleich wieder hin.
Schön, also hier der Aktenraum. Ich habe den Film jetzt mal da. Ich speichere mal ab und ich laufe mal hin. Ja, ja, mach es. Ich versuch. Willst du erst alles hier einsammeln? Achso, hier ist nichts. Das hatten wir da damals eingesammelt. Da war irgendwas Gutes, oder eben? Okay. Der Polizeikasten unten war rot. Aber nicht in dem Raum. Okay. Na? Ach, ist das alles befreiend. Schön zu wissen, dass man hier schon alles hat. War da noch ein Licker oder so? Also wir haben definitiv ein paar Gegner übrig gelassen hier. Und das ist auch gut so. Ich höre ihn doch, ne? Oh, Vorsicht. Schön schleichen. Wenn es ein Licker ist, kannst du ja schleichen. Wo ist denn der Darkroom nochmal? Hinter die Ecke, ne? Das ist spannend. Das alleine zu Hause. Im so ein Remake von Teil 1 auch nochmal. Das wäre schon Ich habe voll Bock, den ersten Teil nochmal in dem Look zu spielen. Echt? Ich habe vom ersten eigentlich genug, weil ich schon zu oft gespielt habe. Aber ich will den dritten unbedingt sehen. Und ja, gut, danach. Ja, die ersten drei hätte ich gerne in dem Look. Ganz ehrlich. Ne? Jetzt, wo du sagst. Der vierte kann so bleiben. Man kann ja vielleicht dann noch. Den vierten, machen. Genau. Da ist kein großer Unterschied. Aber ey, boah. Wo ist das denn? Versteck, okay, das sind zwei Räume hier, würde ich sagen, oder? Achtet einfach auf den Kassettenrekorder und auf dieses Holzding. Den Kassettenrekorder, glaube ich, weiß ich. Das oben habe ich leider keine Ahnung. Kassettenrekorder wird. Ach, könnte der, ja, da war auch ein Mikro. Das könnte eventuell der Presseraum sein. Genau, das hätte ich auch jetzt gedacht. Presseraum hier drüben, da können wir auch gleich hin. Okay. Einmal. Wollen wir die Granate auf dem Weg noch holen? Ah, nee. Okay, das ist, guck mal, zu Granate müsste ich durch den Empfang hier nochmal durch. Läuft denn jetzt der Mr. X eigentlich noch rum? Weiß man nicht. Puh, also, ja, danke, dass du es mir jetzt gesagt hast. Dann hätte ich noch mehr Panik gekriegt. Ja, der Gedanke sollte schon. Könnt ihr denn erkennen, wo das andere sein sollte? Weil ich habe hier, ne? Ich habe leider keine Ahnung, was das andere ist. Ist das eins der Polizeibüros vielleicht? Voll schwer zu sagen. Man muss halt mal wirklich auf den Schreibtisch achten und aufs Telefon. Ja. Ich gehe sowas nochmal sehen. Könnte das Staatsbüro, dieser kleine Raum sein, der da mit dran ist? Also ich gehe erstmal in den Presseraum. Ja, einfach es auf, sollte irgendein Büro sein, ja. So, vorsichtig. Wo ist denn eigentlich hier vom Chief, vom Polizeichef, gab es eigentlich auch ein Büro? Das hier gar nicht, haben wir gar nicht gesehen. Die Herztüre, ne? Die Kinder der Herztür. Die Herztür, natürlich, das kommt dann noch, sobald wir das dann haben. Na, wenn du jetzt hier schon wieder zurück kannst ins Polizeirevier, dann bin ich mir sicher, dass du bestimmt mal noch was mit den Herztüren anstellen kannst. Eventuell kannst du noch einen Ticken langsamer laufen. Alter. Herz Kasper. Ach. Das Gefühl, dass ich jetzt auch mit der Steuerung ganz gut zurechtkomme. Die hat man irgendwann wirklich ganz gut intus. Immer über denselben Spielstand. Klar. Da kenne ich keine Scham. Hm. Aber also wenn du dir sicher sein kannst, dass du eine Verbesserung mit dem Spielstand hast als mit dem letzten. Ich habe ja nicht jetzt hier gut Munition verschwendet. Nö, das stimmt. Hast das sehr gut gemacht, Gregor. Hast du noch 20 Minuten, hier waren denen du brillieren kannst. Hier waren auch wieder welche, ne? Ja. Weiß nicht. Hast die nicht alle? Aber ich habe jetzt mal auf gut Glück. Hier ist der Presseraum. Ach, das Licht war schon an. Das ist an? Oh. Der lag schon ganz am Anfang da. Aber hier ist nichts, oder? Da. Guck mal da. Siehst du? Genau so. Aha. Benzin. So, okay. Habt ihr euer Benzin. I stand corrected. Aber es ist natürlich auch ein super Secret tatsächlich, weil es nicht auf der Karte vermerkt ist. Oh, jetzt bin ich wieder happy. Jetzt habe ich wieder Flammi. Flammi, der Flammenwerfer. Du hattest ihn vorher nicht. Also vorher hattest du ihn, dann nicht. Und jetzt hast du ihn wieder, obwohl du noch gar nicht gespielt hast. Ja, ich, in meinem Kopf, so wie so ein Erbe, so wie der Junge, der alte Opa ist schon, ne, es wird eng. Und ich sehe schon mein Erbe. Du meintest Fabian Stars Büro irgendwo hier? Das war nur eine Vermutung, keine Ahnung, in das kleine Büro. Büro ist eine gute Idee. Ich geh mal hoch. Auf dieses alte Tastentelefon. Zwei Zettel, die lagen und diese komische Rolle, die Walze. Ja, ich glaube, die ist noch. Können wir gleich nochmal gucken. Ich glaube nicht, dass Mr. X hier noch ist, weil er hat uns ja auch als Ada schon verfolgt. Genau, Ada hat ihn ja mit dem Wagen gecrashed. Der wird sich auch nochmal da. Nein, der war danach nochmal da, ja. Ach, der war noch. Den kannst du nicht umbringen.
So, Es ist ja auch raus. So im Original, dass er immer nur mehr seinen Mantel verliert und dann ist da drunter eben dieses Tyrant-artige Monster und so. Ja. Ich glaube, so war's. War hier? Also du meinst nicht hier diese Wäschekammer, ne? Die ist eh nicht auf. Doch, wir haben doch schon, die war auf. Alles offen. Aber hier ist kein Schreibtisch oder so. Nee, Wäschekammer nicht. Es ist immer sehr schön, übrigens, wie in Videospielen Türen zu beiden Richtungen immer aufgehen. Kannst du immer sie reindrücken. Ach, hier ist nichts mehr. Oh, hier, guck mal. Okay. Ich dachte hier das kleine Büro, aber ist es wahrscheinlich nicht. Ich guck mal kurz hier, aber da war kein Schreibtisch, ne? Ja, und ein Telefon musste halt stehen. Schau doch mal auf die Schreibtische vielleicht, da könnte was stehen. Das, da ist es! Da. Ja, ja. Ah ja, super gut. Geil. Ey, wir sind richtig gut, Leute. Holzkiste. Oh. Eine mittelschwere Holzkiste. Okay, die musst du wahrscheinlich aufbrechen. Darin ist etwas. Ah! Visier für die. Für die Magnum. Für die Magnum. Geil, Leute. Wird die auch noch größer jetzt? Jetzt sie? Nee, die wird nur nach oben größer. Da war noch Platz im Inventory Space. Ja, geil, ne? Dann geil. Dann können wir ja jetzt den USB-Stick da benutzen unten. Ey, da soll sich mal ein bisschen gedulden, wir kommen schon. Ja, ja, das passt schon. Ist eh bewusstlos. Die merkt das gar nicht. Das ist die Shenmue-Taktik, ne? Ich werde meinen Vater rechnen. Aber vorher. Aber erstmal mit diesem Kätzchen spielen. Immer wieder, und jeden Figuren Tag. Sammeln. Ich brauche erst alle Figuren. Ja. Was soll Vater von mir denken? Gotta catch them all. So. Ich habe ein bisschen fast schon nostalgisches Gefühl, weil ich das Gefühl habe, wir sind fast durch oder so. Es kommt doch noch der ganze Labor-Part. Also der Labor-Part ist aber der kleinere Part in Resident Evil 2. Wirklich? Ich sehe es nicht mehr so zusammen, was ich glaube, es ist ein Drittel. Ein Drittel Station, ein Drittel der Rest bis zum Labor und da sind wir jetzt schon durch. So, warte mal. Ich finde es nur traurig, ich würde gerne länger spielen irgendwie. Ich nehme mir. Was waren es nochmal? Die habe ich wieder reingetan. Das hast du schon. Lass doch die Stecker jetzt da. Better safe than sorry, ne? Bisher lag er ja auch richtig. Haben wir die Waffen jetzt komplett upgraded? Die haben 2 Upgrades oder so, ne? Bisher gehabt. Mhm. Ihr müsst unbedingt mal probieren, sobald wir auf eine Herde von Zombies kommen, ob man mit einem Magnum-Schuss mehrere Köpfe treffen kann. Ich muss wissen, ob das geht, weil das war das geilste Feature in Resident Evil 1. Du? Passt nicht? Passt nicht? Du musst den Dongle wieder zumachen. Ach so, ja. Ja, gut. Es ist beides. So ein Quatsch. Abzeichen und Speicherinstrument. Ja, ein Gaspedal und eine Bremse, oder was auch alles? Langer Lauf für die Magnum. Mindert den Rückstoß. Oh, ist das geil! Wir sind die Killer, ey! Wir haben die beste Waffe mit der besten Upgrade-Scheiße. Jetzt ist sie aber groß. Also, Flammenwerfer, fette Schrotflinte, geil aufgemotzte Magnum oder was das ist. Mann. Ja, dann können wir wieder runter, ne? Die Marke lässt du jetzt aber da. Achso, habe ich die nicht im. Naja. Ach so, die. Also ich glaube, hättest du wieder mitnehmen können. Okay, ja, der Vollständigkeit, aber wahrscheinlich nur, um sie wegzuschmeißen, ne? Ja. Ja, trotzdem lieber. Ja. Okay, ja, dann wissen wir es wenigstens. Ach, das habt ihr schön gemacht, Captain, das macht so einen Spaß. Das Backtracking bisher fühlt sich nicht an wie Backtracking. Nee, es geht recht fix. Es liegt auch daran, weil es halt keine Ladezeiten gibt dazwischen. Ja, das ist sehr praktisch. Oh, und auch nicht jede Türanimation. Ne? Läuft wirklich seit in einem durch. Okay, also das war hier. Ach so, okay, war natürlich doch gut, dass du die Figuren mitgenommen hast. Dann muss ich eine da lassen, glaube ich. Ja, die brauchen wir eh nicht nochmal. Weil darunter. Da sind noch Gegner drauf, ne? Eine. Aber den kannst du rum. Ja. Was macht er denn? Warten. Da hat er mich gebeißt. Der hat jetzt aber wirklich mein. Das war ein Lucky Bite für ihn. Arschloch. Aber es gab keinen Fußtritt. Schade. Mhm. Ja, das Fußtritt war mit immer das Beste, sich von den Grapschen lassen und dann diesen Rückfußtritt auf den Kopf. Das haben sie bei dem Interview gesagt, dass es wirklich gar keine
Möglichkeiten gibt, irgendwie Nahkampf zu machen, dass wir es bewusst gemacht haben. Wobei, das originale 2 hat es ja auch gehabt. Ne? Ja, aber ich fand das auch nie geil, diesen Tritt und so, den es dann ab 4 oder 5 gab, fand ich... Ja, ich fand, kann man machen. Normalen Sachen, ja, wenn es so übertrieben war, fand ich es auch ein bisschen quatschig. Aber so ein einfach nur Leute wegtreten und so fand ich immer ganz cool beim Vierer. Also die so kurz anschießen und dann weghauen. Hat Bock gemacht. Nur ich finde irgendwie, es passt nicht so richtig zu Resident Evil, wenn du so einen Roundhouse-Kick machst. Aber du hast natürlich recht. Irgendwie fürs Spiel hat Spaß gemacht. Zurück. Wo wolltest du? Ach nee. Ich weiß es auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Nein, ich Achtung, ist das der lebende Blob? Oh, da hinten ist auch noch einer. Komm, wir gehen jetzt wieder zurück. Hier wäre eigentlich so eine aalige Wasserschlange besser gewesen. Die einen die ganze Zeit nervt, sobald man im Wasser ist. Bisher waren auch noch, oder? Haben wir Spinnen schon gesehen? Nee. Ich glaube, es gibt keine hier. Außer vielleicht, wenn Jill spielt. Ach so, ja. Erklär mal. Erklär. Ja. Es soll ja andere Gegnertypen geben, 1, 2, sobald man mit ihr spielt. Mal gucken. Oder so. Sherry muss sich verstecken vor großen Riesenspinnen oder so. Du hast eine gute Navigation, Gregor. Hey Fabian, du hast gar nicht überlegen müssen. Karten lesen. So. Du hast noch hochwertige Dingsbums, Schießpulver, die du mischen kannst. Ja. Wollen wir das nicht uns aufheben? Wir haben 3 geile. Oh, gucken wir auch mal. Achso, da. Wir haben also normal. Und das haben Shotgun-Schüsse ergeben. Und ich glaube, das und hochwertig waren Magnum. Nee, das ist Schrotflinte nee. Haben wir wenig. Die waren Magnum, ne? Schießpulver und Schießpulver. Was wir nicht haben, ist Schrotflinte. Komm, wir machen das ein andermal. Aber willst du da nicht die Schrotflinte ablegen? Nö. Nein, ich frage, weil wir sie jetzt gerade ohne Munition mitschleppen. Achso, nee, drei andere Waffen auch. Wir haben ja Munition dafür. Sie macht Schuss oder so. Oder wie viel? 7. 6 sind's. Ja. Ist okay. Ein Spatz in der Hand. Hätte ich nicht verstehen, wenn ich hier Waffen auf dem Dach. Das gibt's bei mir nicht. Naja, weil das Inventar früher auch viel kleiner war. Ja. Also ich fühle mich angenehm mit dem Inventar gerade. Auch raus. So. Schlossene Tür. Da ist Ada drin. Natürlich. Oh. Hier ist aber noch was in dem Raum. Ist auch was. Ist der Verteiler. Oh ja. Ach, ein Switch-Regel. Okay. Nicht schlecht. Okay. Aber das war jetzt gut, okay. Aber, ja, aber ist gut gelaufen, ey. Ja. Alright. Gregor macht das blind. Let's do this. Ruf dich an, soll ich mal. Yeah! Oh! Was zum Diamond? Das war der. Ist er das? Ach du Schande. Alter, das ist aber jetzt scheiße. Birkin, oder? Ich denke auch, das ist die Tyrant-Falle. Es gibt eine ähnliche Sequenz auch im Original. Kannst du nicht da vorne rausgehen? Also hier na, ich lasse das Feuer gehen. Eben, ne? Vielleicht musst du auch warten noch oder so. Du musst vielleicht auch noch auf die Hand schießen. Okay, ja. Aber schieß nur mit der Pistole. Das ja, ich schieße. Oh, shit. Du bist fast tot. Und fast verbrannt. Okay. Ja, das ist Zeitgedings. Du musst, glaube ich, die Hand relativ schnell wegballern. Ja, meinst du? Ja, guck mal, kommt das hier noch sicher aus. Oh, das ist doch. Okay, wo? Hinter dir wahrscheinlich. Da, vor dir. Oh Gott. Oh, da kommt er rein. Oh Gott. Und ich brenne auch noch. Ich glaube, ich würde lieber weglaufen. Aber ist gut. Renn weg. Ach, du Schande. Renn weg. Gut gelaufen, Gregor. Alter. Ich brauche irgendwo, wo ich Platz habe. Du kannst es ja eh nicht besiegen. Mach einfach, hau ab. Ja. Oh, 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 schnell! Alter, schnell, der läuft! Schnell, der läuft doch! Ah! Oh, wow, wow, wow. Ach du Schande, okay. Okay, drück den Knopf. Wofür auch immer!
Okay, du. Oh, vielleicht muss das irgendwie runterkicken mit dem Kran? Meinst du? Nur die Augen. Naja, weiß nicht. Okay, ja, der kommt vielleicht gleich wieder oder so. Der hat das Ding vielleicht im Kreis und kommt jetzt gleich wieder? Ja. Jetzt kannst du es wieder drücken. Jetzt ist es wieder rot. Vielleicht musst du ihn noch einmal so halb betäuben, damit es klappt. Ah! Was machst du, Gregor? Glück! Oh, shit. Jetzt haust du dich selber runter, ne? Wirklich? Und wenn es zurückkommt jetzt wieder... Gregor! Okay, da hat er mich. Da guckt er dich ganz das genau ist an. Ist gleich vorbei, oder? Ist der dich jetzt mit seinem Auge oder was macht der da? Ich glaube, das war's. Ja, ja, kann nice. Das passieren. Okay. Aber ich glaube, du hattest recht, Fabian. Das Ding ist nochmal zurückgekommen, ne? Ja. Man muss beide Buttons einfach drücken, aber ja. Und ihn dann vorne okay, halten. Also, der. Ja. Nimm doch den Flammenwerfer vielleicht, um ihn auf, ach, auf Distanz zu halten. Distanz ja. Halten. Naja, stimmt. Ich muss ihn irgendwie da nach hinten drängen. Mal gucken, wo er mich rausschmeißt. Also groß hast, man hat ja gesehen, als er dich gehalten hat, kam der, die Kiste wieder zurückgefahren. Ja, okay. Ja, hier steht ja auch extra nochmal. Sie wollen einem das schon sehr deutlich erklären. Oh. Ach so, Mann. Ach, das ist ja krass. Jetzt guck mal, dass du direkt... Genau, Instanz. Oh, oh. Das war aber sehr nachsichtig vom Spiel jetzt, dass du direkt hier wieder anfangen darfst. Ach, aber ist doch okay, oder? Ja, finde ich auch. Ist cool. Oh Gott. Jetzt den anderen drücken. Oh, ist oh shit. Der ist noch nicht ready. Aber jetzt gleich, oder? Jetzt, er ist ready. Okay. Zu spät. Aber du hast ja ein bisschen Zeit. Lock ihn jetzt nochmal rüber und dann rein du schnell wieder runter. Okay. Komm mal her, mein Freund. Ja, aber jetzt schießen. Schießen, damit er. Flammenwerfer bringt nichts. Flammenwerfer ist also irgendwie Arschleiter. Ja. Nee, ich habe gerade Magnum-Munition gefunden. Ey, du hast ihn. Hey, schau mal. Ah. Was auch immer gerade passiert ist, du hast es ja irgendwie erwischt. Okay, vielleicht. Hör auf! Reicht nicht einmal. Ja, was hast du denn jetzt gemacht, als er dich gehalten hat? Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, das sollte eigentlich anders laufen. Okay, ein Messer. Ja, jetzt dasselbe einfach nochmal. Drückt er jetzt einen Button? Nee. Hab ich auch gedacht. Ja. Ah, es ist alles. Warum rennt er so lahm? Träumen! Ja. Das denkt die ganze Zeit in Dark Souls. Okay. Jetzt aber. So, komm. Komm her. Ja, du hast ihn. Jetzt muss er nur noch kommen. Das dauert zu lang. Scheiße, ja! Oh, oh. Das ist... Okay. Erst du schwach? Kann das sein? Nee. Und kletter wieder hoch. Ja, er kommt jetzt wieder hoch. Und jetzt vielleicht? Oh, nee. Ah. Cool. Nice. Jetzt schön, du musst ihn noch weiter stunnen, auch damit die Kraft irgendwie also nachlässt. Einmal machen. Ich weiß nicht, was dazwischen passiert ist. Sehr gut. Guck mal. Siehst du da unten? Ich habe auch so ein. Ich habe vorhin das Kombinationskraut genommen und ich habe wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Abwehr dadurch. Ne? Das ist auf jeden Fall hat mich das nochmal gerettet, eventuell da vorhin. Hier lagen noch irgendwelche Items rum. Hab ich auch gedacht, aber sind die weg jetzt? Du hast sie eigentlich alle eingesammelt. Ich dachte, die lagen neben den Knöpfen, hätte noch was gelegen. Ja. Hat Gregor vorhin genommen. Das ist alles mal, irgendwo eingesammelt. Ach, da. Ach, da ist noch was. Okay. Nicht alles verbrannt, was wir ist hatten. Ist doch gut, wir haben ja sogar so ein immer noch ein komplett neues Ding. Guck mal, da war noch eine Blendgranate und ein Messer wahrscheinlich, damit man den Willi noch mal ein bisschen abwehren kann, wenn nötig. Okay, ich hoffe mal, dass der jetzt nicht noch mal hochspringt. Nee. Das sind immer meine liebsten Teile im Spiel. Zufällig gebaute Brücken, ja. Die mich zur richtigen Tür bringen. Ey, da! Endlich. Ada! Ada, where are you? Over here! Ich bin ein Zombie. Ada! I was getting worried there for a sec. Oh. I can't get it out. I don't know if I should die. Just do it. I can't walk like this. Okay. It's gonna hurt. Hold on. I can do it myself. Ach, jetzt hör doch mal auf, hier rumzuzicken.
we do now? Get yourself out of here. Well, you still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. Didn't realize we were keeping score. Grab my shoulder. Don't push it, Rookie. Okay, just trying to help. What's your step? You want to help? We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab, right beneath us. Annette let it slip. That's where the virus samples are. Mm-hmm. You up for this? Think I could fit in my schedule. Come on. We got work to do. Yes, ma'am. Toll. Okay. Richtig schöner Abschluss auch, finde ich, so für deine Session gleich. Stimmt. Können wir das ja noch zum Abschluss machen, ja. Nice. Where'd you get that? Borrowed it. Anyway, we're almost there. Ich kann nicht die Waffe zücken, wenn ich Ada vor mir habe. Hm? Das war, glaube ich, immer so, oder? Ich kann das hier machen. Nein, sie geht wieder runter. Immer absaven, ne? Oh ja, gut, dem nimm mal, genau, 9. Soll ich dich tragen? No. That only make me feel worse. Der Dialog zwischen denen fühlt sich aber auch besser an. What a pair. Both got one foot in the grave. Ich finde es gut, dass sie ein bisschen schwächer wirkt als im Original. Sie ist nicht mehr so übercool und super stark. Eigentlich und sie ist ein bisschen überrascht auch von den Ereignissen. Mhm. Eigentlich und ja. Was meinst du? Es macht mehr, sie ist ja eher durch ihre Intelligenz, kann sie die Sachen überwinden. Nicht, weil sie so eine super starke Frau ist. Ja, nur sie ist so tough immer und sie, weiß, sie taucht immer auf, so ist im Hintergrund, weiß immer alles und so. Finde ich schön, dass sie menschlich ist. Beim ersten Mal so, wo sie auftaucht, aber danach eigentlich nicht mehr so. Jetzt wirkt sie schon ein bisschen menschlicher auf jeden Fall. Ja. Ah, geil. Ja, wir sind schon im... Ah, nice. This may be a one-way ride. Das sind so klassische Resident Evil-Züge. Ihr habt es auch gerade gehört, sie hat gesagt, das ist ein one-way ride. Wir also, kommen nicht mehr zurück. Ne? Wir haben wirklich gut gesammelt. Wie perfekt du das getimed hast, Gregor, als ob du es vorher geprobt hättest, dass es in den Slot passt. Unfassbar. Richtig gut. Eine geile, effektive Stunde. I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-Virus, I'm back on my own. Hey, Leon. Trust me? You trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-Virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Nah. Ada, you said it yourself. It's a federal case. I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm going to finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just going to leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Aww. I'll be fine. Don't worry about me. I gotta see this through. And I want to see you again. I got plenty to live for, trust me. Now, arriving at Ness. Go. Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay.
Leon. Counting on you. I know. Ja, nice. Gut. Ich glaube, es ist auch der richtige Ausstiegspunkt, ne? Ja, perfekt, perfekt. Es war sehr schön, Leute, ja. Ich gebe dann jetzt ab, vielleicht, wenn wir Glück haben, komme ich nicht nochmal dran, ne? Weil wer weiß, wie lange jetzt das Labor... Ich glaube eher, du musst das Finale machen. Ja? Ich glaube, es wird so weitergehen und dann bei dir enden. Ja, wir geben gleich, also für euch natürlich noch einen kleinen Tag später, dann den Controller-Reihe um. Aber ich finde, wir kommen echt ganz gut durch. Und das Claire-Adventure wartet auch hoffentlich dann nicht allzu lange dann auf uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.